Don John hier, heute erkläre ich dir, wie du häufiger mit deinen Dates im Bett landen wirst. Und zwar, du musst frei vom Ergebnis sein. Das heißt, du darfst nicht zu viel Druck auf der Leitung haben und du darfst es nicht zu sehr pushen. Du musst versuchen, mit der Frau im Moment zu sein und die Interaktion mit der Frau zu genießen. Und ich weiß, in meinem Kanal geht es hauptsächlich darum, mit der Frau im Bett zu landen. Aber dazu ist es auch wichtig, dass du dich gleichzeitig auch von diesem Ziel löst. Denn wenn du immer zu sehr pushst, wenn du immer zu sehr das Ziel im Hinterkopf hast, oh, kannst du die Interaktion mit der Frau nicht gescheit genießen, du kannst keine krasse Verbindung aufbauen und dadurch wird es dann schwieriger sein, mit der Frau letztendlich an dem Tag noch im Bett zu landen. Was du jetzt machen kannst, was ich auch mache heute wieder, ich treffe eine Frau, die ich vor 2 Tagen angesprochen habe, das erste Mal heute auf einem Date und danach, 3 Stunden später, treffe ich einen meiner Fuckbuddies. Warum? Weil dadurch werde ich auch etwas gelassener, relaxter. Ich weiß, hey, ich werde heute sowieso Sex haben. Ob mit der Frau oder mit der anderen Frau, scheißegal, ich werde heute meinen Orgasmus haben. Und dadurch, dass ich das weiß, kann ich auch das Date viel mehr genießen und wirke auch nicht so bedürftig. Wenn ich zum Beispiel auch mal mehr Druck auf der Leitung habe, dann merkt das die Frau natürlich auch. Es kann anziehend und attraktiv wirken, wenn die Frau merkt, dass du sie wirklich willst. Aber du darfst es auch nicht zu sehr wollen, weil sonst kommst du wieder bedürftig rüber und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht zum Sex kommt, weil du es einfach zu sehr pusht und einfach zu unentspannt bist. Von daher, wenn du schon Frauen regelmäßig triffst und ab und zu wieder neue Dates hast, treff dich ruhig mit 2 Frauen an dem gleichen Tag. Einmal mit der neuen und zeitversetzt mit der späteren. Mach aber auch nicht den Fehler, dass du jetzt sagst, um 17 Uhr treffe ich mich mit der Frau, die ich vor ein paar Tagen angesprochen habe und 19 Uhr mit der anderen, die ich schon regelmäßig treffe zum Sex. Weil wenn du das machst, dann ist der Zeitabstand zu kurz und dann pushst du es doch wieder, weil du denkst, ich muss mich jetzt beeilen, ich muss jetzt mit der Frau schnell noch zum Schuss kommen, weil ja um 19 Uhr die andere kommt. Das heißt, also das habe ich zum Beispiel früher gemacht und habe da gemerkt, dass ich da öfters Engpässe hatte. Deshalb lass dir ruhig, setz die Termine ein bisschen weiter auseinander. Das heißt zum Beispiel, um 17 Uhr triffst du dein neues Date, mit der du im Bett landen könntest und die auch ein Teil deines Harems werden könnte. Und erst um 21 Uhr triffst du dann die andere Frau. Das heißt, da ist genug Zeit da, du kannst dich genug entspannen, du hast mehr als genug Zeit, die Interaktion mit dem frischen Girl zu genießen und auch dann zu eskalieren, mit ihr im Bett zu landen. Und dann später kommt die andere Frau. Und wenn es gut läuft, und in den meisten Fällen läuft es gut, dann hast du sogar mit 2 Frauen an dem Tag Sex. Einmal mit der neuen Frau und einmal mit deinem Fuckbuddy. Ein Freund von mir, der jetzt nicht so ein krasser Pick-Upper ist, krasser Verführer, der macht es zum Beispiel so, dass wenn er neue Dates hat, dass er sich 50 Euro im Briefumschlag steckt und in die Hosentasche und dann auf das Date geht. Und warum macht er das? Weil er wird an dem Tag Sex haben, entweder mit dem Date oder aber er geht in den Puff. Und rate, wie oft wird er in den Puff gehen? Nicht oft, weil er die Gelassenheit hat, dass er sowieso heute seinen Orgasmus haben wird, ob mit der Frau oder mit der im Puff, ob er dafür zahlen wird. Da ist natürlich die Schmerzensgrenze ein bisschen höher, wenn man extra 50 Euro zahlen muss, aber auch hier. Er ist etwas gelassener, weil er sowieso mit der Frau im Bett landen wird. Hier gelten wieder die gleichen Prinzipien. Er ist freier vom Ergebnis, er hat nicht so viel Druck, ist nicht so bedürftig und kann die Interaktion mit der Frau mehr genießen. Und dadurch ist es noch wahrscheinlicher, dass es dann mit der Frau klappt. Wenn du eine Frage hast, schreib sie mir unten in die Kommentarfunktion. Abonnieren wieder mal nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video.